Und wie hat euch das Training 10x10 gefallen? Anstrengend. Wer jetzt gedacht hat, heute kommt mal eine Ruhepause. Nein, wir sind ja bald am Ende vom 30-Tage-Programm und wir wollen zum Ende nochmal so ein bisschen das Training forcieren und euch nochmal ein bisschen kitzeln und ein bisschen raushauen. Heute, deswegen habe ich hier meine beiden Flaschen, zu dritt sind wir jetzt drei Flaschen, die hier stehen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal nochmal ein Oberkörpertraining. Dazu braucht ihr die Flaschen, ihr braucht die Matte und ihr braucht heute dazu den Stuhl. So, und wir fangen an mit dem Stuhl. Wir werden heute trainieren Trizeps, Brustmuskulatur, Schulter, Bizeps. Altbekannter Form, 5 Durchgänge jede Übung. Immer, wenn es geht, es wird schwierig, 30, 60 oder 90 Sekunden. Diesmal ist das Training so, dass wir eine Muskelgruppe zu Ende machen und kein Zirkel machen. Also wir fangen erst mit Dipsen an, 5-mal, wer das schafft, 30, 60 oder 90 Sekunden. Dabei ist bei manchen Übungen natürlich 90 Sekunden schon mal ein Brett, das schafft man gar nicht so einfach. So, ich mache das vor die Dips. Also ihr geht hier tief runter, der Rücken bleibt am Stuhl und drückt euch hoch. Tief runter und auch in der Geschwindigkeit. Ihr müsst heute nicht schnell arbeiten. In dieser Geschwindigkeit geht ihr runter. Jawohl. Was wir hier machen können, wir können die Füße weiter nach vorne verlegen. Dann wird das natürlich schwieriger. Wer natürlich total fit, kann auch mal ein Bein anheben. Wer mir jetzt sagt, boah Andi, mega, hebt mal beide Beine an, kann ich im Moment nicht, werde ich aber in eins der nächsten Videos versuchen mal zu posten. 5 Durchgänge. 30, 60 oder 90 Sekunden. Dipse, Trizepsmuskulatur, Schulter. Danach ist Pause. Alles ist heute langsam. Heute wird nicht schnell gearbeitet, weil es so ein Hypertrophie-Training ist, also Muskelaufbautraining. Geht doch schon ein bisschen Kraftausdauer, 30 Sekunden natürlich rein, aber schon ziemlich anstrengend. So, wir lassen jetzt mal unsere Trizeps in Ruhe, weil den brauchen wir gleich nochmal, Trizeps. Wenn wir Liegestütze machen, jetzt nehmen wir die Flaschen. Jetzt könnt ihr mal hingehen und diese Flaschen natürlich auch mit Sand füllen und etwas schwerer machen, weil mit für die meisten ist das ja schon, glaube ich, auch einfach geworden. Jetzt geht ihr hier, bleibt stehen, jawohl, nach oben. Aber wir gehen jetzt nicht ganz runter, wir bleiben in dieser Position. Jawohl, und wieder 30, 60 oder 90 Sekunden. Belastung ausatmen, Entlastung einatmen. Ich mache es von der Seite vor, 5 Durchgänge, hochatmen. Ihr seht, ich stehe leicht mit gebeugten Knien, mein Rücken ist gerade, ich atme aus und atme ein, habe eine gewisse Grundspannung, ziehe den Bauchnabel zu meinem Rücken hin und bin gerade und arbeite nach oben und lieber etwas langsamer heute als zu schnell arbeiten. Heute machen wir das ganz in Ruhe, ein schönes Hypertrophie-Training. So, 5-mal, 30, 60 oder 90 Sekunden. Ihr könnt natürlich, wer mittlerweile hat, kann natürlich auch Hanteln nehmen und sagt, ich habe mich jetzt gesteigert. Aber wir wollten das eben so machen, dass man nichts kaufen muss, mit einfachen Mitteln zu Hause trainieren kann. Wir sind daran interessiert, dass ihr einfach weiter fit bleibt. Und wenn man keine 30 Sekunden schafft, dann macht man nur 15 Sekunden bei allen Übungen. Und jetzt machen wir Bizepsmuskulatur. Ihr seht, die Hände sind nicht, wie ganz oft so gesagt, legt die Hände mal am Körper an. Nein, das machen wir nicht. Wir haben unsere Hände vom Körper weg, bleiben gerade. Was wir aber machen, wir können nach innen, jawohl, haben eine Innenrotation und versuchen den zweiköpfigen Bizepsmuskel auch hier in beiden Richtungen zu mobilisieren und anzufordern. Auch wieder 30, 60 oder 90 Sekunden. Eine Variante ist auch Hammer Curl. Ihr könnt natürlich auch, ohne zu drehen, nach oben zu kommen. Aber nicht wie Standard immer Ellbogen an den Körper. Nein, wir haben die Arme weg. Dann merkt ihr auch nämlich gleich wunderbar die Schultermuskulatur. Sehr schön. Okay. 5 Durchgänge, 30, 60 oder 90 Sekunden. Ich habe was vom Oberkörper gesagt. Letzte Übung ist, jetzt wird es schwierig. Es ist eine Kombiübung. Ich
Ich mache es von der Seite vor. Wir machen einmal Hand to Shoulder, also Hand zur Schulter. Will ja nicht immer irgendwie Englisch klingen. Ne? Alle Übungen werden immer Squats in Englischen oder in irgendwelchen Synonymen ausgedrückt, um fachlich versiert zu wirken. Ist aber meistens gar nicht so, sondern es geht eigentlich darum, als erste Linie geht es darum, bei allem Training, das ihr macht, geht es um das Machen und das mit Freude machen. So, also diese Kombiübung. Diese Kombiübung heißt, wir gehen zuerst in die Liegestützposition. Das wird jetzt auch richtig schwierig, heute Oberkörper. In die Liegestützposition. Rechte Hand, linke Schulter, linke Hand, rechte Schulter. Und jetzt gehen wir in eine Liegestütz. Kommen hoch, links, rechts, halten, langsame Liegestütz. Rechts, links, halten, langsame Liegestütz. Jawohl, da wollen wir jetzt hinkommen. Jawohl. Oberkörper immer gleichzeitig habe ich im Blick, dass wir natürlich immer Core-Training machen. Also ne, hier Bauch und Rücken Stabilität bekommen. Das ist immer für mich wichtig. Bei allen Übungen, bei jedem Trainingsprogramm wird immer Planks, Bauch dabei. Dass wir in dem Bereich, das ist die Grundlage, in dem Bereich müssen alle Sportler, Fußballer, egal wer hier arbeitet, Richtungswechsel im Alltag, wir brauchen also den Bereich, der muss gut trainiert werden. Und die meisten haben ja Schmerzen gerade im Rückenbereich. Deswegen ist Agonist, Antagonist, Bauch, Rücken immer ein Teil dabei. Also die Übung als Kombiübung, mega anstrengend. Alle 5 Durchgänge, 30, 60, 90 Sekunden. Ich glaube, das waren jetzt 3 Tage lang hartes Training. Habt ihr toll gemacht. Wir vermissen euch immer noch. Bleibt gesund. Der Andi und das Team Atlantis.